Cuisine tolle interkulturelle Dresden. Hallo, herzlich willkommen bei den interkulturellen Tagen in Dresden. Das Motto der diesjährigen interkulturellen Tage lautet: Gemeinsam Vielfalt leben. Das Projekt Stricken interkulturell ist ein Beispiel, wie Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen ganz einfach die Berührungspunkte finden können und gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Wenn es nach mir ginge, müssten die interkulturellen Tage 365 Tage im Jahr sein, weil ich denke, dass Migrantinnen und Migranten ein Teil der Gesamtbevölkerung sind und auch dauerhaft eine gleichberechtigte Möglichkeit haben sollten, ihre eigenen Themen mit einzubringen. Weil wir sind alles Menschen, unabhängig, wie man aussieht, welche Sprache er spricht. Das macht es für mich sehr spannend. Die gesellschaftliche Entwicklung spiegelt sich natürlich auch in der Zahl der angemeldeten Veranstaltungen während der interkulturellen Tage in Dresden wieder so. Ist die Zahl der Gesamtveranstaltungen auf über 150 Veranstaltungen angestiegen, von über 100 Veranstalterinnen und Veranstaltern. Alleine heute sind 42 Vereine und Initiativen mit bei dem Straßenfest vertreten und wir freuen uns sehr über diesen Anstieg und über das auch gestiegene Interesse der Gesamtgesellschaft. ممثلو الجماعات والجاليات الإسلامية المحترمين في دريسدن. Kennenlernen heißt nicht übereinander zu sprechen, sondern miteinander. Und somit, das ist der Weg, um Vorurteile, Vorbehalte, auch Ängste abzubauen und miteinander in Frieden zu leben.